Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zum vierten Kapitel. Da geht es ums Streben. Genauer, es geht um Grenzwerte und Infinitesimale. Und am Anfang möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Sie heißt Der Herr der Kreise. Also nicht der Herr der Ringe, der Herr der Kreise. Und es beginnt so. Am Stadtrand von Syrakus in Sizilien. Nicht weit von der Ausfallstraße nach Agrigent. Da lag einst ein Gräberfeld, das schon bessere Zeiten erlebt hatte. Es war fast völlig von Dornengebüsch überwuchert, nur hier und da ragte ein Mauerteil und eine geborstene Stele ins Sonnenlicht. Und gelegentlich raschelte eine Eidechse im Unterholz. Und da war eine kleine Kommission von sizilianischen Gemeindebeamten. Die stand etwas verloren um einen jungen römischen Nachwuchspolitiker herum, der als einziger zu wissen schien, wieso sie sich an diesem desolaten Ort begeben hatten. Dieser Marcus Tullius Cicero, das war der Politiker, der mit seinen 30 Jahren schon Quästor war und überhaupt in jedem seiner Ämter der Jüngste. Dieser Ehrgeizling Cicero war auch hier wieder der Erste, der im verdorrten Gestrüpp die kleine Säule erspähte, die eine Kugel und einen Zylinder aus verwittertem Marmor trug. Hier war es also. Ein Wink genügte und sofort machten sich einige Sklaven ans Werk, um mit ihren Sicheln das Grabmal freizulegen. Und als dann noch eine Inschrift zutage trat, zwar ziemlich beschädigt, aber doch so weit zu entziffern, dass Cicero die Verse vervollständigen konnte. Da war jeder Zweifel beseitigt. Hier also lag das fast anderthalb Jahrhunderte alte Grabmal des Archimedes. Cicero ließ sich nochmals bestätigen, dass die sizilianischen Provinzler das Grab ihres allerscharfsinnigsten Mitbürgers, Civis Doctissimus, doch tatsächlich dem Vergessen anheimfallen lassen hatten und teilte es sofort seinen römischen Brieffreunden mit lauter einflussreichen Leuten. Er, Cicero, der Mann aus Arpinum, er hatte es wiederentdeckt. Es konnte der Karriere nicht schaden, macht sie gut in jedem Lebenslauf. Die Bürger von Syrakus waren auch gebührend beeindruckt, aber nachdem der römische Streber dann abgereist war, machten sie sich gleich wieder daran, das Grabmal des Archimedes neuerlich zu vergessen. Und zwar diesmal endgültig. Wir wissen heute nicht, wo es liegt. Für die Römer war die Erinnerung an Archimedes einigermaßen peinlich. Sie hatten da etwas gut zu machen, denn Archimedes war von einem römischen Soldaten getötet worden. Die näheren Begleitumstände lieferten Stoff für Legenden. Die Stadt Syrakus war nach heftiger Gegenwehr von den Römern eingenommen worden und am Strand stieß einer ihrer Soldaten im Rausch des Sieges damals auf einen ungepflegten Sonderling, der krause Linien in den Sand zog. Störe meine Kreise nicht, sagte Archimedes und sprach damit sein letztes Wort. Als er von dem Vorfall erfuhr, zeigte sich der römische Feldherr Marcellus ernsthaft erbost. Der Tod des Archimedes, das war ein Kollateralschaden. Ja, bei Plünderungen kommt es leider oft zu Übergriffen, aber dass es gerade den berühmtesten Wissenschaftler seiner Zeit getroffen hatte, das, so wusste der Feldherr, würde die Nachwelt nicht so schnell vergessen. Was aber hat es jetzt mit dem Kugel und dem Zylinder auf sich? Sie standen für zwei der schönsten Entdeckungen von Archimedes. Das Volumen der Kugel ist genau zwei Drittel des Volumens vom kleinsten Zylinder, der die Kugel enthält. Und die Oberfläche der Kugel ist genau zwei Drittel von der Oberfläche des kleinsten Zylinders, der die Kugel enthält.
Also die Oberfläche, die besteht aus dem Mantel des Zylinders und dem oberen und dem unteren Deckel. Das sind zwei Leersätze, die wirklich von zeitloser Schönheit sind. So mathematische Gegenstücke zu den Tempeln von Sizilien. Man nehme einen Säulenstumpf, ebenso breit wie hoch, mit kreisrunden Querschnitt. Man stellt sich die größte Kugel vor, die hineinpasst. Um wie viel größer ist das Volumen des Säulenstumpfes als das Volumen der Kugel? Antwort: 150%. Und dasselbe gilt auch für die Oberflächen von den beiden Körpern. Es sind genau 150%. Nicht 151,3 oder 149,8 oder so. Ja? 150%. Kein Baumeister, kein Steinmetz könnte daran irgendetwas ändern, keine noch so präzise Messung, eine Kommastelle dazufügen. Eine ganz ähnliche Aussage ist übrigens die folgende. Der Umfang eines Halbkreises beträgt genau 150% von der Länge der Sehne zwischen den beiden Endpunkten. Die Aussage, die ist allerdings falsch. Sie stammt auch nicht von Archimedes, sie stammt aus der Bibel. Dort wird von einem kreisrunden Becken berichtet, das 10 Ellen im Durchmesser hat und 30 Ellen als Umfang. Das heißt, dass ein Halbkreis einen Umfang von 15 Ellen hat, also 150% vom Durchmesser. Also dass Archimedes vom Alten Testament wusste, das ist unwahrscheinlich, aber nicht ganz undenkbar übrigens. Er hatte nämlich immerhin in Alexandria studiert und dort sammelt man allerhand kuriose Manuskripte und vielleicht hat ihn einmal ein Archivar amüsiert auf die Bibelstelle aufmerksam gemacht. Damals wusste natürlich jeder Gebildete in Alexandria, sowohl auch der Archivar, dass die sogenannte Kreiszahl, das Verhältnis vom Umfang des Kreises zum Durchmesser, nicht 3 ist, sondern etwas größer. Fast 22 Siebentel. Dass auch dieser Wert nicht exakt ist, das wiederum wies Archimedes nach. Heute lernt natürlich jedes Kind, dass die Kreiszahl Pi heißt und dass sie weit 3,14 Punkte ist. Wobei die vielen Punkte bedeuten, dass man noch viele Kommastellen anfügen kann. So unendlich viele, was so viel heißen soll, also so viele man will. Je mehr, desto näher ist man bei Pi. Archimedes rechnete nicht mit Kommazahlen, aber er entwickelte ein Verfahren, um der Kreiszahl beliebig nahe zu kommen. Er war mit seiner Methode seiner Zeit um Jahrtausende voraus. Zu einem Kreis vom Durchmesser 1 betrachtete er das eingeschriebene regelmäßige Sechseck. Das hat den Umfang 6. Dann das eingeschriebene regelmäßige Zwölfeck. Dann das eingeschriebene regelmäßige 24-Eck. Jetzt wird die Berechnung des Umfangs schon etwas umständlich. Die Quadratwurzeln, die nehmen überhand. Aber mit Geduld lässt sich das auch bewältigen. Archimedes hat dann auch noch den Umfang für das eingeschriebene regelmäßige 48-Eck berechnet und ebenso für das 96-Eck und dann ließ er es sein. Das Prinzip war klar, es konnte beliebig fortgesetzt werden. Die Umfänge der Polygone, die nahmen schrittweise zu und näherten sich immer mehr dem Umfang des Kreises vom Durchmesser 1, also dieser ominösen Zahl Pi. Sie war geringfügig kleiner als 22 Siebentel, also leider verschieden. Leider, weil 3 plus 1 Siebentel, also 3 plus der Kehrwert der 7, also das hätte sicher viele Numerologen und Numerologinnen entzückt. Archimedes hat wahrscheinlich auch schon geahnt, dass die Kreiszahl überhaupt keiner Bruchzahl entspricht, ähnlich wie Wurzel von 2 keiner Bruchzahl entspricht. Aber das hat noch 2000 Jahre gedauert, bis das bewiesen werden konnte. Ja, der wesentliche Schritt war, Archimedes hatte eine Folge von Zahlen gefunden, deren Grenzwert Pi war. Pi konnte also mit beliebiger Genauigkeit berechnet werden. Wir können sagen, Archimedes ist über 6 Ecken zur Kreiszahl Pi gekommen. Übrigens konnte dasselbe mit
umschriebenen Sechsecken und Zwölfecken und so weiter gemacht werden. Und als nächstes hat sich Archimedes dann daran gemacht, den Flächeninhalt des Kreises vom Durchmesser 1 zu berechnen. Und eigentlich war die Arbeit hier schon erledigt. Denn der Flächeninhalt eines regelmäßigen n-eckigen Polygons ist das N-fache vom Flächeninhalt dieser Dreiecke, die als Basis eine Kante und als Spitze den Mittelpunkt des Polygons haben. Ist das Polygon also dem Kreis vom Durchmesser 1 umschrieben, dann ist die Höhe von so einem Dreieck ein Halb. Also ist der Flächeninhalt ein Viertel mal der Länge der Kante. Und addiert man die Flächeninhalte aller solche Dreiecke zusammen, so erhält man ein Viertel mal die Summe der Längen, also ein Viertel vom Umfang des Nx. Und jetzt betrachtet man wieder die umschriebenen regelmäßigen Polygone, also das Sechseck, Zwölfeck, 24-Eck, und da diese sich der Umfang der Zahl Pi annähert, so muss der Flächeninhalt sich immer mehr der Zahl Pi Viertel annähern. Also das ist der Flächeninhalt des Kreises vom Radius 1/2.